wunderschönen guten Morgen Innsbruck! Wenn ihr Infos über Innsbruck haben wollt oder mit mir auf die Haveklarspitze ganz nach oben kommen wollt oder einfach durch den Schnee wandern, dann bleibt dran! Das werdet ihr in diesem Video alles sehen! Ich will jetzt mit der Nordkettenbahn zur Nordkette fahren. Das ist hier oben, dort wo Schnee liegt. Jetzt bin ich angekommen an der Nordkettenbahn. Hier ist sie und sie bringt mich da oben hinauf in den Schnee. Das ist die Nordkette. Und hier fließt der Inn. Inn wie Innsbruck. Nächster Halt, Station Alpenzoo. Bitte nutzen Sie die Haltemöglichkeiten in den Kabinen. Herzlich willkommen auf der Hungerburg. Und jetzt passt mal auf, was ich euch hier für ein Panorama zeigen kann. Das ist Innsbruck von oben. So, passt auf. Das ist der Glungezer, 2677 Meter hoch. Dann Patschakowel. 2245 Meter hoch. Serles, 2718 Meter hoch. Und dort ist die Nockspitze, 2403 Meter hoch. So, jetzt müssen wir umsteigen. Hier hinter uns ist die Hungerbahn und wir steigen jetzt direkt in die Nordkettenbahn. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Schaut euch doch mal diese geniale Aussicht an. Und da geht's jetzt hoch. Megamäßig windig, aber schaut mal, ich habe das Gipfelkreuz erreicht und der Ausblick ist genial. Innsbruck von oben und dort hinten ist Hall, dort kommen wir her. Cool, oder? Jetzt sind wir drin. Hallo, ich sitze im Iglo. Ist das cool hier? Hier mache ich erstmal Mittagspause. Und das ist mein Ausblick.
Und jetzt gibt's gleich Mittag. Ich habe mir schon was gekocht. Total lecker auf 3000 Meter Höhe. Pass mal auf. Es ist hier so glatt, hier kann kein Mensch runterlaufen. Jetzt habe ich mich einfach auf den Popo gesetzt und rutsche hier den Berg runter. Das Problem, das die alle haben, ist, die sind ohne Ausrüstung hergekommen. Die haben nicht mal eine Skihose an. Die können mich auf den Popo runterrutschen. Hier ist mein Weg. Und wenn man sich hier mal vertritt, dann geht's ganz schön tief bergab mit den Schuhen. Oh, schaut doch mal, wie schön es ist. Schaut mal, bis über den Knie ist mein Bein weg. Mein Weg geht ganz schön dicht am Abgrund entlang. Hört ihr, wie das pfeift? Das ist der Wind. Die Menschheit ist behindert. Die laufen alle da, wo alle laufen. Ist ja klar, dass es da glatt ist. Geben. Also in Innsbruck kommt ihr super gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurecht, weil es fahren Straßenbahnen, es fahren Busse, es fahren Züge. Kleiner Tipp von mir, kauft euch eine Innsbruck-Card, die habe ich auch. Die kostet für 2 Tage 50 Euro. Aber wenn ihr mit diesen Bahnen fahren wollt, Haveklarbahn und Nordkettenbahn, also ihr könnt alle Bahnen einmal benutzen innerhalb von den 2 Tagen. Das heißt, da habt ihr schon den ganzen Preis raus. Denn eine Bahnfahrt mit der Nordkettenbahn kostet 36 Euro. Und dann kommen die anderen beiden Bahnen noch dazu. Ihr könnt die Bahn, wie gesagt, nur einmal benutzen. Aber man kann ja auch wandern. Seht doch mal, wie schön es hier ist. Zusätzlich könnt ihr noch verschiedene Highlights in Innsbruck anschauen, wie Museen und so. Ich habe auch eine Broschüre da. Wer noch Fragen dazu hat, kann die gerne stellen. Ich schreibe auch noch ganz viel in die Infobox. Und außerdem könnt ihr mit der Innsbruck-Card auch alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen. Das heißt, ihr könnt hier hin und her fahren, wie ihr wollt. Das ist alles in der Karte mit drin. Also das ist mein Tipp zu Innsbruck. Ich stehe jetzt hier am Citybus und versuche noch eine Stadtrundfahrt zu machen. Da vorne ist übrigens das goldene Dach. Eine Rodelbahn gibt es auch.